60 Sekunden, gib dann. Sehr schön. I like to run, I like to be outside, I like the sunshine, and especially doing it with colleagues in a team, that's perfect, and that's why I'm here. I will participate in the marathon of Düsseldorf to get to know Düsseldorf much more better than before, as we will move with our holding from Bochum to Düsseldorf mid of March. I like to participate at the Metro Marathon in Düsseldorf, as I like to set goals together with the team, and I hope that we are going to achieve it. Ich möchte mich kurz vorstellen in dieser Runde. Mein Name ist Rainer Berger, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und begrüße Sie ganz herzlich zum GEA Running Day. Wir wollen ja euch auch bewegen und möglichst, dass ihr eine optimale Performance abgibt am 8. Mai beim Metro-Marathon. Ne? Das ist der Hintergrund. This is for sure a question of health for all the employees. On the other side, we are of the opinion that we are motivating the people in a special way, coming back from the daily business, and aside the daily business, we can do something which is more in the direction of a team building process. Okay. Hat jeder seine Herzfrequenz? Und los geht's. Running for the company is something unique. I've never done this before, and it makes me proud a little bit. We can compete with the other GEA teams. We wanted to bring the people together, that they are in a face-to-face situation. Wearing the GEA t-shirt, I have a GEA t-shirt, and knowing that we will be a big group, everybody will wear the t-shirt, there will be people cheering for us, is very cool. So, gucken wir nochmal. Herzfrequenz? 155. 152? 146. Alle relativ hoch. Das geht jetzt an die Grenze so langsam. Super. Auch wenn es jetzt weh tut gerade. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier, um Laufschule zu machen, Lauf-ABC zur Verbesserung der Lauftechnik. Vorne bleiben und Fußspitze aktiv vom Boden lösen. Und mein Oberkörper ist vorne, vorne. Bap, bap, bap. Okay, jetzt ihr wieder. Oberkörper vorne lassen und kürzer treten. Machen Sie doch nochmal links. Oh, kommt. Also ich finde, es ist was Besonderes, dass die Firma sowas möglich macht. Ich glaube nicht, dass das gang und gäbe ist bei anderen Unternehmen. Und bringt einfach so die Teams auch besser zusammen. Also der Marathon, die ganze Vorbereitung hat uns jetzt seit Wochen beschäftigt. Die Organisation dieser Meetings hier, die Freude auf den Marathon, das schweißt schon zusammen, ist Gesprächsthema bei den Mittagspausen. Es macht Spaß, es einfach mal auch die Kollegen außerhalb des Büros mal zu erleben. Das ist schön. Jawohl. Das können wir plötzlich wieder alle. Komisch, ne? Dann 30, 40 Sekunden noch, okay? Also ich bin zwar aufgeregt, aber ich würde sagen, dass man nach so einem Training dann auch eine Menge Sicherheit mitnimmt. Und schaffen werden wir unsere Etappe auf jeden Fall. Dieses Lauferlebnis und Wettkampferlebnis ist toll. Wer überhaupt schon mal in so einem Wettkampf gelaufen ist, weiß das. Das ist einfach super, die Menge pusht. Also ich freue mich auf das Gesamterlebnis. Ich denke auch, es ist toll, dass wir vorher und nachher einen Meet-and-Greet-Bereich haben, wo wir uns alle dann nochmal wieder treffen können. Ja.